Guten Morgen, meine Liebe. Schau dich mal, meine Warte, Hübsche. Mama, was bist du? Eine? Biene. Und du? Eine Zauberfee. Ja, dazu den Kostümen gehören noch Flügel und ein Zauberstab, Mama, aber der hat Papa schon mitgenommen. Ich bin jetzt hier noch fürs... Ja, ich bin jetzt noch fürs Schminken zuständig. Mama, gibt es hier? Ich schaue richtig, wie am Morgen halt aus. Es ist jetzt aktuell noch... Mama. 7.30 Uhr oder so. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Kleinen schminken. Mama, ein bisschen glitzig. Na, du, ich mach das, Schatz. Weil wenn ich kichle, so sucht sich irgendeine Farbe aus und dann machen wir auch noch so glitzerige Backen, ja? Ich finde den Doch. Finde das schön. Meine Augen. Ah, oh. Das. Das ist so dunkel. Das machen wir ein schönes helles Rosa. Wow, guck dich mal an, ins Spiegel. Und du? Tschüss. Viel Spaß im Kindergarten. Sophie, du bleibst da. Mama. Oh, lieb dich. Ja? Sophie, komm her. Sophie. Tschüss. Emmy, komm. Na gut, geht's in den Garten. Garten. Laufen. Garten. Wagen wir es auch ein bisschen. Garten. Geh in den Garten. Was ist schöner, als ein bisschen im Schnee zu laufen am Morgen, oder? Ich meine, ich kann es mir jetzt für mich nicht so vorstellen, aber für die Hunde best life. Sophie, Emmy? Sophie? So, meine Lieben, ich bin jetzt frisch geduscht, wie ihr sehen könnt, haben wir eigentlich jetzt einen Kaffee gemacht und dann ist der kleine Mann wach geworden. Ich habe ihn jetzt schon mal gewickelt, also die Klamotten ausgezogen, frischen Body an und jetzt ziehen wir uns an, Zuckermäulchen. Er ist jetzt dann in seiner längsten Wachphase, jetzt am Vormittag, dann ist er so richtig aufgeweckt und munter. Ja, ziehe ich ihn aber noch trotzdem schnell an und gehe mit ihm ins Wohnzimmer, werde ihn jetzt ein bisschen stillen. Und heute ist ja der 16. Also für uns, wenn ihr das Video seht, ist dann nicht mehr der 16. Aber egal. Heute ist für uns der 16. Und das bedeutet, heute wird das erste Monatsbild gepostet. Das habe ich immer mit der Luisa gemacht. Für die Leute, die mir schon länger folgen, wissen das. Auf Instagram habe ich immer wenn sie ein Monat wurde, ein schönes Monatsbild gemacht. Und ja, das werde ich heute auf jeden Fall auch noch, muss ich noch fotografieren. Dafür muss ich noch mal kurz was holen. Weil vielleicht schicken wir den Papa. Ha? Später dann. Ja, auf jeden Fall mal anziehen, kleine Mausi. Oh, Gesundheit. So, anziehen. Windeln wegschmeißen, dann lüften, immer ganz wichtig für uns. Und einmal die Rollläden rauf. Und das Chaos muss ich ja auch nochmal beseitigen. Das ist noch also Medikamente und alles, was ich habe. Fieberthermometer, Cremes. Ich habe ein paar Tage hier ordentlich. Also ich habe mich hier von nicht wirklich wegbewegt.
Aber jetzt geht es mir schon besser. Also Milchstau ist immer noch da übrigens, aber ja, es zerrt so ein bisschen an den Nerven, aber was soll ich machen? Ist jetzt halt so, muss mich damit auseinandersetzen, das wegzubekommen. So. Guck. Ja, guck. Ist sie wieder da? So, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich schon trockene Haare. Den Kleinen habe ich vorhin auch schon gestillt und jetzt schläft er wieder. Ja, und ich bin hier ein bisschen am Arbeiten, mache gerade meine Mails und so, weil er... Ups, das ist halt ein bisschen liegen geblieben, die Tage, wo ich krank war. Und der Papa kocht schon für Mittag, weil ich muss dann hier hinten ein bisschen aufräumen. Aber ich mache jetzt mal Mails, dann ein bisschen Wäsche noch, Pyjama machen. Und wir haben einen neuen Fernseher. Das erzähle ich euch gern, wie wir zu diesem Fernseher kommen. Wir haben unser Internet gekündigt, was wir hatten von unserem Anbieter, und haben es beim selben Anbieter nochmal angemeldet, also auf mein Firmenkonto, aber ein besseres, also ein Festnetz mit also ein Festnetz-Internet. Und da gab es dazu gratis einen Fernseher. Cool, oder? Und wisst ihr was? Das Abonnement ist sogar günstiger. Also ich hatte so einen hohen Tarif mit einem schlechteren Internet. Jetzt habe ich besseres Internet mit weniger Kosten und wir haben noch ein gratis Fernseher. Das war halt so ein cooles Angebot, deswegen haben wir gleich zugeschnappt. Wir haben das aber im November oder so oder Oktober war das, dieses Angebot, und der Fernseher kam halt erst jetzt im Februar, aber das war ja kein Stress, wir hatten ja schon einen Fernseher. Und diesen Fernseher werden wir dann bei uns im Schlafzimmer geben, weil der bei uns im Schlafzimmer hat keine Fernbedienung. Und ja, mal schauen. Den haben wir, das ist unser erster dünner Fernseher, also den wir haben. Den haben wir schon mega lange. Wie lange haben wir den schon? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war da die Kleine, die Michelle, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt. Oder kurz bevor Michelle auf die Welt gekommen ist, haben wir den geholt. Sowas, so muss es, glaube ich, hingewiesen sein. Ja, na gut, ich werde einfach meine E-Mails weitermachen und vielleicht gebe ich euch ein bisschen zum Papa, bis ich hier fertig bin. Papa ist jetzt nochmal schnell losgedüst, die Kleinen zu holen. Und die Mausi schläft immer noch. Ich habe jetzt ein bisschen Story gedreht, das gehört ja auch zu meinem Alltag dazu. Das zeige ich gar nicht so auf YouTube, aber was ich das eigentlich. Dann filme ich mich, wie ich mich mit dem Handy filme und da in die Kamera labere, da fühle ich mich selber blöd. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Story gedreht, ein bisschen was hergezeigt, was ich zugeschickt bekommen habe. Und mich haben nämlich zur Geburt so einige Überraschungspakete halt erreicht. Und jetzt geht es hier darum, die Wäsche wegzumachen. So, das Wäschechaos habe ich so ein bisschen beseitigt, muss man dann ein bisschen wegräumen. Und habe jetzt meinen kleinen Fuchs hier geschnappt, meinen Schlaffuchs. Und werde jetzt zur Familie in die Küche rübergehen. Wir werden jetzt Mittagessen, ganz in Ruhe, deswegen werde ich euch einfach hier stehen lassen. Nein, ich zeige euch noch das Essen. Ist aber nichts Besonderes, ein Spaghetti Bolognese mit Nudeln. Einfach so. Sorry für die Nachaufnahme. Zeige ich mein Sohn. Dieses Etikett hier nervt. So, Bessia. Bessia, hallo Mausi. Mausi. So, jetzt gehen wir essen. Das letzte Mal haben wir beim Mittagessen, habe ich da gefilmt? Ein bisschen, weiß ich gar nicht mehr. Wir waren beim Mittagessen und jetzt haben wir gesaugt.
Ich zeige euch was. Ich habe nämlich ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk bekommen. Also im letzten Vlog habt ihr Papas Geburtstagsgeschenk gesehen und im heutigen seht ihr meins. Und zwar das hier. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Nein, also dieser Hühlersauger. Also, Entschuldigung, jetzt sieht man es besser, wenn es nicht scharf war. Und schaut mal, was wir da Ekliges bitte rausgeholt haben. Wir haben jetzt nur mal kurz Test gesaugt. Also wir haben den Teppich, Tiefenreinigung, die Couch und ein Möbelstück haben wir entstaubt. Eins. Das war so eine richtige Test. Man sieht, das ist alles hier noch so aufgebaut. Und das kam raus. Ist das nicht ekelhaft? Das ist ja Wahnsinn. Das ist krass irgendwie. Und man muss bedenken, wir, also der Papa, der rennt mit dem Staubsauger, also mit dem Dyson, einmal am Tag rum. Das ist fix bei uns. Wenn wir das nicht machen, bei so vielen Mädels und den Hunden, denn das ist nicht machbar, also bei uns nicht zu saugen. Und mit dem kommt einfach der ganze Dreck raus. Und also mit dem kann man richtig viel machen. Ich kann euch jetzt, wenn ihr wollt, mal mehr zeigen. Aber ich bin jetzt gerade selber so richtig geflasht von unserer Testsaugung. Wir wollen selber das Gerät ein bisschen entdecken. Genau, wir sind gerade noch selber ein bisschen lernen und herumprobieren und... Ich hätte jetzt aktuell so ein bisschen der Putzwahn gepackt. Ich habe jetzt wieder frisches Wasser reingemacht. Der Patrick ist so lieb und macht das mit dem Fernseher, die Umstellung. Und ich werde hier weiter Staub wischen. Ich möchte nämlich den Lampenschirm ein bisschen ab... ich putze halt ein bisschen so ganz spontan, weil ich gerade richtig Bock habe. Und vor allem müssen wir ein bisschen Staub wischen, weil hinter dem Fernseher ist richtig geil. Ja, das ist ein bisschen staubig. Und hier dieses Nachtkasten, wo unser neuer, alter, den wir halt im Wohnzimmer haben, Fernseher, muss dann auch her. Und der Patrick richtet alles ein. Unser Elektroboy. Quick Setup Guide. Genauso wie der Patrick, so war ich als Kind. Ich habe alles genommen, Bedienungsanleitung, Fernbedienung und Patrick Geräte eingestellt. Also das ist unser Staub, der hinter dem Fernseher war. Und in letzter Zeit ist ein bisschen was liegen geblieben, wie man sehen kann. Aber jetzt zeige ich euch. So, die Jungs ziehen die Folie vom neuen Fernseher. Der ist genau gleich groß. Also der ist... kleiner. Ja, weil er hinten nicht so breit ist. Der ist schmäler, das ist ja cooler. Der ist cooler. Findest du nicht cooler? Ne, ich finde den nicht mehr eigentlich. Ja, Papa ist ein bisschen uriger Typ. Ja, ich finde, der schaut schon cool aus. Ja, okay. Ausnahmsweise. Wird die Folie abgezogen. Was, ein gratis Fernseher? Das war gratis, war ja nicht. Wir haben eine Anmeldung gemacht. Ja, aber die hätten wir ja sowieso gemacht. Von dem her, gratis Fernseher. Und wir zahlen ja bei dieser Anmeldung fürs Internet noch weniger. Ach, das ist vorher, ja. Ja, also haben wir auch Gewinn gemacht. Bin ich so der Folienabzieher? Doch. Wenn du nicht der Folienabzieher bist, dann weiß ich nicht. Ja, du bist der. Hallo, jeder zieht hier Folien ab, außer du. Ich würde sogar das Fernsehen in einer Folie... im Karton drinnen stecken lassen und nur das rausschneiden. Hey meine Lieben, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, aber irgendwas mit Putzen wahrscheinlich oder Fernseher aufbauen. Ja, heute war ich so gehypt von dem Staubsauger, also von dem nassen Staubsauger, habt ihr gesehen. Ich vertreibe jetzt Hühler auch, also falls ihr so einen coolen Staubsauger haben wollt oder Interesse dran, zeigt, dann schaut mal in die Infobox, da werde ich euch ein bisschen was reinsetzen. Ich bin so heiß. Ich habe jetzt gerade mit den kleinen Jungen hier ein Foto gemacht und
zwar das Monatsbildchen und eine Stinkewindel haben wir jetzt gerade gewickelt. Und jetzt werden wir zu den anderen rübergehen ins Schlafzimmer, in die Küche. Jetzt gibt es gleich was zum Abendbrot. Meistens am Abend immer was Kaltes eigentlich. Also entweder so Jause, also so Abendbrot. Oder also irgendwas, was schnell geht. Gleich, seid sie gleich. Und deswegen wollte ich mich vom Vlog verabschieden. Und ja, ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat, ihr kleine Bibi-Mausi. Und ich sage tschüss und ja, bis zum nächsten Mal.